haben wir wieder das prekäre Genre des Biopics. Wobei dieser Film aus der mir eigentlich sympathischen Sparte kommt, weil die Autoren nicht versuchen, so ein rundes, abgeschlossenes Bild von einem Leben zu schaffen, eine Geschichte von Anfang bis Ende allumfassen, sondern wirklich ein Problem nehmen und dann diesen Film rund um diesen Problem aufbauen. Es gibt einen wunderschönen Satz in der Einbahnstraße von Walter Benjamin, der heißt, glücklich sein heißt, ohne Schrecken seiner selbst inne werden können. Und ich glaube, das passt ganz gut zu diesem Film. Also ich musste jedenfalls mehrmals an diesen Satz denken, weil der Hauptprotagonist, Gundermann, eigentlich das Problem hat. Der kann sich selbst, seiner selbst ohne Schrecken nicht inne werden. Deswegen blendet er auch gewissermaßen einen Teil seiner Lebenserfahrung, einen Teil seiner Persönlichkeit aus, damit er ein rundes Bild von sich selbst hat, was auch seinem Idealbild vielleicht entspricht. Und dann wird er trotzdem mit der Situation konfrontiert, dass er gegen seine Prinzipien gewissermaßen handelt. Und das finde ich in diesem Film besonders spannend. Ich gebe dir da vorhin ganz recht. Du hast unser beliebtes Genre des Biopics angesprochen, die wahren Begebenheiten. Wir kennen sie, diese Filme. Sie sind meistens grässlich und Gundermann ist wirklich eine fabelhafte Ausnahme. Ich glaube, das liegt auch daran, wie du so schön gesagt hast. Normalerweise verfolgen solche Dramaturgien von Biopics immer einen gewissen Telos, ein gewisses Ziel. Wir wollen dieser Figur eine Widmung aussprechen, wir wollen die großen Leistungen ehren, wir wollen den schwierigen Weg und den Pfad natürlich auch zeigen, auch so ein bisschen das, was vielleicht links und rechts heruntergefallen ist, auch das zeigen. Aber im Grunde geht es darum, eine wirklich tolle Erfolgsgeschichte zu erzählen, die natürlich dann am Ende auch zu ihrem Happy End kommen muss, wenn nicht der Protagonist dann irgendwann doch verstirbt, aus Oder Altersgründen oder wie auch Fallgeschichte. immer. Oder eine Fallensgeschichte, richtig. Aber auf jeden Fall haben wir etwas, was wir in eine Dramaturgie einbauen können. Oder wenn es nicht klappt, machen wir es der Dramaturgie passend. Ich behaupte nicht, dass dieser Film jetzt von Herrn Dresen nicht irgendwo an gewissen Stellen fiktionalisierend ist. Das ist gar nicht möglich oder es ist unmöglich, es nicht zu tätigen. Aber du hast vollkommen recht, die Figur wird eher im Werden und eher im Modus des Ambivalenten gesehen. Das heißt also, wir haben verschiedene Gesichter gewissermaßen einer Figur. Und wie es diese eine Journalistin am Ende des Films ihm so schön in den Kopf wirft, ich hatte eigentlich ein ganz anderes Bild von dir. Und das ist der mutige Moment dieses Films, auch seinem Zuschauer es zuzumuten, das bisherige Bild, was der Film selbst aufgebaut hat, jetzt beinahe zu zerstören, beziehungsweise es der Kritik, dem Ambivalenten auszusetzen, zu wissen, irgendwas ist hier nicht ganz richtig, irgendein Schrecken, wie du so schön mit Benjamin zitierst, wohnt da inne. Und diesem Schrecken versuchen wir mit den Bewegtbildern irgendwie entgegenzukommen. Und das nicht, indem wir das auflösen, das nicht, indem wir mit einer gewissen Ratio und einer Logik erklären, ja, er wurde in diese Fänge genommen, er wurde verführt. Nein, er hat sich gewissermaßen dem genauso angebiedert und war genauso Teil davon, wie er auf der anderen Seite vehement, als Querulant gewissermaßen, gegen das System gearbeitet hat, beziehungsweise es kritisieren, es reformieren wollte. Und natürlich werden Biografien so geschrieben, dass sie verdichten. Und wenn man verdichtet, schönt man natürlich auch. Man versucht es zu runden, eine Kurve hineinzubekommen. Jeder, der versucht, an seine eigene Biografie zu denken, versucht natürlich auch dort die Kanten ein bisschen abzuschleifen. Und das macht Gundermann, das macht er sehr erfolgreich, bis schwarz auf weiß dieser Aktenordner vor ihm liegt. Und dann wird dieser Film wirklich wahrlich interessant, weil er davor gewissermaßen noch in die Gefahr läuft, das Märchen zu erzählen, gewissermaßen von dem guten Mitarbeiter der Stasi und dem eher schlechten Mitarbeiter der Stasi. Diese Figur haben wir auch, der Vorgesetzte, der Gundermann, die Aufträge gibt. Diese Figur ist ein bisschen dann am Ende sehr arg einfach gezeichnet, obwohl sie auch ein tragisches Element besitzt. Nicht nur, dass er jetzt ein sehr fettleibiger Alkoholiker geworden ist, der gewissermaßen sein Lebensende ansieht und gewissermaßen sein Lebenswerk zerstört sieht und deswegen trauert und wütend wird und immer von wir spricht. Er konnte nicht so gut aussteigen wie Gundermann. Richtig, er konnte nicht so gut aussteigen wie Gundermann, aber auch dort haben wir eine gewisse Tragik. Da gibt es nicht eine Einseitigkeit, ein Schwarz-Weiß-Malen. Das heißt, dieses deutsch-deutsche Drama gewissermaßen vermag es, akzentuiert
diese Ambivalenzen aufzuspüren und das vor allem, indem er sich auf seine Figur stürzt und mit einem sehr gelungenen Drehbuch all diese Fragmente versucht, nicht auf Zwang mit einem klaren Auftrag zu formen, sondern sie erst einmal darzustellen. Weil das Gleiche gilt ja gewissermaßen eigentlich auch, und das könnte man ja fast in Vergessenheit bringen, dass ja noch eine Frau, die Kinder hat, dem Ehemann, einem anderen Ehemann ausspannt und sie dann für sich erobert. Das ist auch etwas Ambivalentes, was wir gar nicht moralisch in dem Moment noch hinterfragen, weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, uns zu fragen, was er eigentlich mit der Stasi am Hut hatte. Ja, aber auch hier haben wir eine Figur, die ambivalent, also auch dort in der Hinsicht, also privat wie in dem Fall politisch gesehen. Und im Endeffekt zeigt der Film sehr schön, dass diese Trennebenen gar nicht so einfach mehr zu ziehen sind. Politisches wie privates Leben, so scheint uns der Film nahezulegen, waren der DDR nicht so einfach möglich. Und das gipfelt in dieser, ich finde, eigentlich bemerkenswert perversen Szene, in der er seine Wohnung räumt, um sie dem ausgespannten Ehemann zu übergeben, der sie wahrscheinlich dann zugewiesen bekommen hat, und er zu der Frau zieht. Also der Ehemann wird gewissermaßen wirklich ausgetauscht, ohne dass es da irgendeine eine Abnutzungserscheinung gibt. Der Mann wohnt jetzt in der anderen Wohnung und er wohnt jetzt dort. Und das ist eigentlich fast schon, das ist bösartig eigentlich, aber so funktioniert das System, so wird gewissermaßen diese Lebensentwürfe dann eben aufgeteilt in die Hausblöcke, da wo sie eben gerade wohnen. Und das macht diesen Film da so hochspannend. Besonders für einen deutschen Film, der, und man kann ja sich die Frage stellen, wie jetzt Bully Herbig mit Ballon arbeiten wird, der läuft erst in 3 Wochen. Ja, kann man sich die Frage stellen, wie dann jedenfalls der westdeutsche Blick auf diese Geschichte ist in dem Fall und was dort für Bilder gesucht und gefunden werden. Gundermann und Andreas Dresen finden auf jeden Fall welche, die diese Ambivalenz ernst nehmen. Das ist wichtig. Ich glaube auch, dass die Hauptstärke dieses Films ist, gerade dass der Hauptprotagonist weder weiß noch schwarz gezeichnet ist und wirklich irgendwie jedem nahe kommen kann, weil wir auch wissen, ja, wir schaffen uns auch irgendwie gerne Idealbilder, aber diese Bilder müssen hinterfragt werden. Und zwar jeden Tag müssen wir in den Spiegel schauen und fragen, ja, wer bin ich und kann ich das ohne Schrecken machen, meiner selbst inne werden? Und wäre für dich etwas in diesem Film da, was dich eher gestört hat? Also was du als die Schwäche des Films eher wahrnehmen würdest? Eine Schwäche mache ich jetzt so direkt nicht aus, im Blick darauf, dass ich das festmachen könnte. Ich glaube sogar, dass diese Verbindung mit einem sehr musiklastigen Teil auch sehr wichtig ist. Gerade die Poesie dieser Texte, gerade auch dieser Liedermacher Gundermann, der ist zentral. Also das ist ja noch eine weitere Stufe. Wir haben das private, wir haben das politische Leben, wir haben das ambivalente Leben zwischen der Stasi, aber auch den Reformbedürfnissen während seiner Arbeit. Dann haben wir seine Arbeit, die zentral ist. Also sein kommunistischer Geist erlischt ja auch nicht. Er bleibt der Proletarier, der arbeitet, egal wie berühmt er mit seiner Musik wird. Und dann haben wir noch die Musik. Das heißt, wir haben verschiedene Sphären, die dieser Film sehr gut bedient. Und daran erkenne ich erst einmal grundlegend keine Schwäche an. Vielleicht könnte man ihm an gewisser Stelle Kitsch vorwerfen, wenn er den Igel am Anfang versucht zu retten. Aber das sind gewisse Szenen, die zu dieser Profilierung dieses Charakters dazuzählen. Ich hätte behauptet, dass wenn der Film es nicht am Ende geschafft hätte, was er eben getan hat, diese Ambivalenz noch einmal klar zu benennen. Also ist nicht nur dabei zu belassen, dass ein Mitarbeiter der Opferstelle nach der Wende ihm sagt, dass er eigentlich ein Arschloch war. Hätte der Film es damit belassen, wäre er zu kurz geraten. Aber in dem Fall macht er das richtig, diese Vollständigkeit, also eine nicht vollständige Vollständigkeit anzugehen. Das macht dieser Film am Ende sehr gut. Ich würde einzig behaupten, dass vielleicht vor allem die Opfer, also vor allem dieser der Puppenspieler, den er nennt. Natürlich wird dieser Konflikt dann irgendwie beigelegt zu werden, etc. Wir haben noch seinen anderen Kumpan, der von Milan Peschel gespielt wird, der sagt, ja, ich habe ja auch mitgemacht, ich war ja von der anderen Seite da. Mhm. Da haben wir so seltsame Ambivalenzen, man merken, jeder ist darin involviert. Vielleicht hätte man dort vor allem diesen Konflikt mit dem alten Stasi-Führer, dem er dann dort am Ende nochmal begegnet. Vielleicht hätte man da noch etwas mehr machen können. Aber das ist jetzt Kritik auf sehr hohem Niveau, was eigentlich der Film gar nicht verdient hat. Ich glaube, er berührt sehr stark. Das liegt sicherlich auch an dieser wunderbaren Schauspielarbeit, vor allem von dem Darsteller, der Gundermann spielt. Verzeiht mir, dass ich den Namen gerade nicht parat habe.
Das ist eine herausragende Leistung und dementsprechend auch ein sehr guter und sehr empfehlenswerter Film. Und man merkt ja, die Zuschauer sind im Kino und gehen ins Kino und das ist auch gut so. Ich fand auch interessant, im Abspann stand, dass die Lieder auch von Schauspielern eingesungen wurden. Richtig. Ja. Das fand ich irgendwie gut, ja. So abwechselnd, weil sonst immer mit fertigen Soundtracks gearbeitet wird. Und vielleicht auch so ein Moment, es gibt eine kleine Nebenfigur, diese Frau, die so eine riesige Baggermaschine bedient. Ja. Das fand ich faszinierend. Also die Bilder von dieser arbeitenden Maschine schon und auch diese Frauenfigur, die da sitzt und diese ganze Maschinerie in Gang setzt. Man hatte gewisse... Die dann auch sagt, also die auch irgendwie diese stille Weisheit besitzt und sagt, ja, das wusste ich schon halt. Mhm. Muss man auch nicht darüber reden. Da ist so der Mikrokosmos, der auf den Makrokosmos kommt. Der kleine Arbeiter, der diese monströse Maschine bedient. Diese Poesie gewissermaßen in der kleinen Handbewegung mit dem Joystick, die aber eine Unmenge an Kraft und Macht auslöst. Als würde gewissermaßen in dem Bild die komplette Kraft, die dem Arbeiter innewohnt, die wir vielleicht heutzutage vergessen haben, wenn wir mit auf unsere Arbeitnehmerrechte schauen, auf unsere eigene Stärke als Arbeitnehmer, vergessen haben. Aber in diesem Film wird es noch einmal sichtbar im Bild. Die kleine Bewegung des Joysticks gewissermaßen symbolisiert, dass diese eine Person dieses riesige Gerät unter Kontrolle hat und damit diese Wirtschaftsleistung erzeugt, so wie jeder andere Arbeiter dort auch. Also die Arbeit wird dort gewissermaßen nicht ästhetisiert, aber der Arbeitnehmer wichtig genommen in seiner Funktion mit einer kleinen poetischen Geste. Fast so wie der Gabelstapelfahrer in Zwischen den Gängen. Ja, das musste ich auch. Also ich habe irgendwie einen Link zwischen diesen Filmen für mich hergestellt, weil da die Arbeit gewürdigt ist. Richtig. Und der Arbeiter in seiner kleinen Funktion. Richtig, die Arbeit wird gewürdigt in einem Arbeiter- und Bauerstaat, der zugleich ein Unrechtsstaat ist und das wird auch noch thematisiert. Und klingt paradox und ich glaube, mit dieser Schizophrenie müssen wir leben. Es ist gewissermaßen ein unrundes, rundes Biopic.